Attention all units, a kidnapping on Great Ocean Highway. Gunfire reported. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich bin geflogen. Ich bin ein Genius. So, wir müssen jetzt erstmal wieder einen richtigen Dienst antreten. Wir sind ja immer noch hier als Officer in Undercover Mission unterwegs als Michael. Wir müssen jetzt erstmal uns wieder natürlich unsere Polizeiuniform anziehen hier bei einer neuen Episode GTA 5 LSPDFR. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen und schön, dass ihr dabei seid. Ja, alle zwei Tage kommt dieses Projekt jetzt hier auf dem Kanal, wechselt sich ab mit GTA Online, mit der ganzen Bande und natürlich gibt es ja auch noch GTA 5 Mod-Videos und Pipapo, Tralalo. Also für euch alles da und ich hoffe, ihr bleibt und seid dem Projekt weiterhin treu. Ist jetzt eigentlich nur so eine Übergangszeit, dass es alle zwei Tage kommt, weil zurzeit ist es so, es wiederholt sich ja sehr, sehr oft jetzt so auftragsmäßig, nicht situationsabhängig, sondern auftragsmäßig, was so passiert in Los Santos und Blaine County, wobei der Gangangriff und der Banküberfall eigentlich wieder was Neues waren und deswegen habe ich jetzt gesagt, machen wir das alle zwei Tage mal, weil der Reiz soll ja nicht abhanden kommen und wir wollten ja auch noch wahrscheinlich wieder neue Autos dabei haben und ach, was weiß ich noch alles. Also ich habe noch ordentlich Spaß daran, aber wie gesagt, ich will ja keine Reizüberflutung machen und deswegen, wir gucken mal, ob unser Kollege noch da drin sitzt. Och, der ist draußen, kann er sein? Ich hätte ihn gern mitgenommen. We have a wanted felon on the loose in Morningwood. Okay. Execute Arrest. Okay. Agent Copy. Ich bin ja kein Agent, ich bin ja eigentlich nur Police Officer. Agent sind wir ja bald in einer der nächsten Folgen. Da arbeiten wir mal fürs FIB. Und werden dann auch mal unsere Militärkarriere anstreben. Uns versetzen lassen. Oh, 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 Alter! Nichts passiert. Was ist hier für Autos rumfahren, meine Herren? Okay. Damn, man. Ich habe eine Sirene an und das interessiert kein Schwein. So. Okay. Weg da. So, hier rum. Und hier vorne soll jetzt jemand exekutiert werden, oder was? Okay. Der hat ein Messer. Okay, was hat denn der in der Hand? Ein Hammer, oder was? Was hat er denn in der Hand? Ein Hammer. Wollt er mich mit dem Hammer erschlagen? Du siehst, dass ich hier mit einer Waffe stehe und hast die große Fresse, oder was? Hau bloß ab. Und du genauso. Hier gibt's nichts zu sehen. So. Aus. Ich lasse jetzt alle. Jeder, der hier gafft, der wird von mir weggeschickt. So, steh auf. Komm mit. So, rein da. Guck mal, er macht sogar die Tür auf. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal zum... Ach, guck mal. Press 6 to release Lance from custody. Was passiert denn dann? Achso, dann lasse ich ihn frei. Nö. A suspicious person near Rockford Hill. Approach with caution. Ja, ich kann gerade einen Auftrag annehmen. Ich habe ja noch jemand drin. Oh, das war schon in der letzten Folge das Problem, dass ich da niesen musste. Tut mir leid. Ey, nicht, dass ich gegen irgendwas allergisch bin oder so. Auf einmal. Ich weiß es ja nicht. Wenn ich jetzt gleich blablabla mache, dann bin ich weg. Ey, wo können wir den denn hinbringen? Zum Pier? Warte mal, das teste ich jetzt mal. Ach, der wird dann da abgeholt, oder was? Okay. Da bin ich mal gespannt jetzt. Zwischen dem Fischbrötchen, oder was? Guck mal, den können wir tatsächlich... Ah, hier ist ein... Hab ich gerade Schüsse gehört? Hier ist echt ein Police Department, guck mal. Das ist ja auch in der echt eins. Ja, und jetzt? Achso, okay, er wird abgeholt. Hi, Kollege. Nimm mal den Landslacken mit. Hoho. Ich geh jetzt erstmal wieder auf die Bratze da. Ich kann nicht fahren. Ah, okay, wir müssen kurz warten. Okay, das hätten wir schon mal. Das ist. Ah, ich hätte gar nicht mit der Sirene fahren müssen gerade, ne? So. Warum blinkt mein Auto? Warte mal, ich mach mal kurz die Alarmanlage aus. Die Warnblinkanlage, nicht Alarmanlage. Okay. All units,
Oh, 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 oh. Gunshots reported, okay. Also da wird jemand gekidnappt und jeder, derjenige hat eine Waffe und fährt anscheinend gerade davon. Ihr seht's parallel in der parallelen Straße von uns links. Ich höre auch, glaube ich, schon eine andere Sirene. Ja, wir kriegen Unterstützung. Wir schneiden ihm den Weg ab. Da ist er. Fährt ganz langsam, ganz entspannt. Okay, komm, wir halten den mal an. Komm, wir müssen... Boah, Alter! Ist das eine Frau? Na komm. Gibt's doch gar nicht. Komm her! Ich habe eine Ampel mitgenommen. Guck mal, wie langsam die fährt, ey, das ist geil. Kann ich nicht drehen, wenn die so langsam fährt. Ich muss mich direkt davor stellen. Weiter, weiter, komm. Ah, fuck. Komm her. Oh. Was hatten die denn da? Ein Sniper? Okay, ich würde die gerne festnehmen. Aber die rennt hier mit dem Sniper durch die Gegend. Komm her. Du verrottest im Bau. Komm her! Runter damit. Runter mit der Waffe. Runter mit der Waffe. Kannst du nicht mit dem Scharfschützengewehr rumrennen? Was ist das denn von der Hausmutter, die hier voll am Ausrasten ist? Kate White, dann bin ich mal gespannt. Kate White. Liegt nichts gegen vor. Meine Herren, was ist denn los mit den Leuten? Nochmal einen Alkoholtest machen? Ups. Ah. Passiert nichts, okay. Achso, durchsuchen würde ich die mal gerne. Ups, tut mir natürlich leid. Oh, die hat 0,64 Promille, okay. Ja, klingt, hört man auch schon. Wo sind denn die Kollegen hier? Jetzt sind die in der Nachbarstraße. Oh. Ja, ist leider gesperrt hier, wie man sieht, ne? Ich nehme die mal mit hier. Oh! Was ist hier los? Was war das denn jetzt? Hä? Will der Wagen auf die doch hier, Alter? Okay, die machen das. Was ist denn hier los wieder in Los Santos, ey? Okay, der Diensteinsatz hier ist für mich beendet. So, wir müssen noch den Wagen abschleppen lassen und durchsuchen den auch mal. Aber das war jetzt mal wieder ein richtig schöner Premium-Moment. So. Ein Abschlepper, bitte. Okay. Abschlepper kommt. Ich durchsuche den Wagen nochmal ganz schnell. Wir haben eine Waffe gefunden. Was für eine Überraschung. Vom Opfer weiß ich jetzt nichts. So, Abschlepper ist auch schon da. Okay. Nee, das falsche Auto. Ey. Lass mich los. Nimm das falsche Auto mit. Nein, nicht den Polizeiwagen mitnehmen. Oh, komm, tschüss. Oh Mann, ey, was ist denn hier los? Ich hab den falschen Wagen gehabt. Okay, der hier muss weg. Ich würde ja gerne das illegale Street Race mitmachen, aber ich brauche einen Polizeiwagen. We have
Oh Mann, ey. Geiler Tag wieder. Wird mein Polizeiauto abgeschleppt, wenn ich da drin sitze. Und der Polizeiwagen, der Abschlepper fällt einfach auf die Frau drauf. Schön. So, wir warten mal, ob hier ein Polizeiwagen kommt. Ich glaube, da vorne kommt einer. Kann das sein? Habe ich da gerade eins gesehen? Ja, hier ist ein Polizeiwagen. Hier. Hi. Komm, ich nehme dich mal mit. Okay, er ist okay. Er hat einen Tag, der okay ist. Steig ein. Komm, wir müssen los. Steig ein. Hey. Wer ist denn jetzt mein Partner? Ach, er mit der Glatze hier. Okay. Da läuft zwar noch ein anderer Polizist, aber jetzt haben wir einen anderen Partner. Ach, das ist immer manchmal ein bisschen... Okay, wir müssen hier zum Golfclub. Da gibt es ein beschädigtes Fahrzeug. Das gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Und? Ah, guck mal. LSPD First Response has been crashed. Ne, has crashed, nicht has been crashed. So, warte mal. Das beheben wir direkt in der Folge live. LSPD First Response DLL. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz in den Police Department, das ist ja hier in der Nähe, und ganz schnell mal den Dienst neu antreten. Ach Mann, das ist immer schön, wenn in einer Folge was abstürzt. Ach, ich fahre in die falsche Richtung, da brauchen wir nämlich gar nicht mehr hinfahren. Können wir sowieso nichts machen, auch wenn da noch die Markierung angezeigt wird, bringt aber nichts, weil wir den Dienst gar nicht antreten können, beziehungsweise den Auftrag machen können, weil das nämlich eine Fehlermeldung ist. Okay. So. Guck mal. Hier sind wir doch. Rückwärts einparken. Okay, dann müssen wir jetzt mal ganz schnell hier. Ah, das ist immer blöd, wenn das während der Folge abstürzt. Es tut mir leid, liebe Leute, aber ich kann doch nichts dafür. Ich bin doch kein Programmierer. Los Santos Police Department. Okay. So, schnell auswählen. Nehmen wir den da. Yep. Okay. Unser Partner ist logischerweise weg. Das ist nicht so schön. Okay, wir sind wieder back. Warte mal, da steht der Police Officer. Nehmen wir einfach einen davon mit. Okay, wer will mit? Oh, das war die falsche Taste. Ich meinte Taste G. Das seht ihr gar nicht. Guck mal. Hallo, ich will dich mitnehmen. Ey, Alter. Oder dich? Hallo? Hallo? Okay, dann komm, let's go. Seems like a chatty fellow. Also redet gerne. Ja, das Auto kann man nicht mehr nehmen. Das ist auch schon mal schön. Was ist denn hier los, ey? Was machen wir denn mit denen? Hä? Was wollen die von mir? Ey, warum? Hä? Warum hauen die Feuerwehrmänner mich? Hä? Jungs, was ist los? Was war das denn jetzt? Manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Warum kam jetzt die Feuerwehrmänner und haben auf uns eingeschlagen? Ich check's nicht. So, wir brauchen erstmal einen Streifenwagen. Das ist wieder eine Folge, die spricht für sich, ganz ehrlich. Naja. Okay, wir brauchen einen Police Car. Bitte, ein Police Car. Kommt da was? Ist irgendwo was? Da kommt einer. Warum wir dieses Auto hier wieder nicht benutzen können, ist mir ein Rätsel. Ne. Okay, komm. Attention all units. Citizens report public intoxication and Burton units respond. Burton? Ach, Mann, ey. Das war jetzt wieder ein Premium-Moment hier bei GTA 5 LSPDFR. Citizens report. Oh, illegal Street Race. In, Burton.
natürlich die Markierung auch komplett falsch. Das ist auch schon mal schön. So. Ist irgendwo hier vorne. Genau. Da. Ja, die Markierung ist falsch. Das ist das Problem. Warte mal, wir müssen jetzt hier lang. Dann hier hoch. Die fahren irgendwo... Die fahren jetzt hier rechts rum. A suspect has been escaped. Schön. Glück gehabt. Sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt. Oh, hier fahren ja richtig viele Leute rum, die Money haben. Da wollen wir mal jemanden anhalten, oder? Schön straf. Können wir schön die Kassen von Stadt Los Santos auffüllen. Da bleibst du mal stehen. So. Open container in console. Okay. Drivers keep looking around. Greetings. Keflam. Keflam. Okay, das ist der. Ach du Scheiße. Ja, Josh. Ja, wie schreibt man den denn? Yai, Yoshi, Hiro, Ya, Shu. Sieht gar nicht aus wie so ein Assi. Ja, hatte 92 geboren, okay. Okay, dann schreibt man mal den Wagen. Wo sind wir das Kennzeichen? Das können wir direkt über, über das Police Radio machen. 64OLL953. Na? License plate 64 Ocean Lincoln Lincoln 953 no 1099. Okay, mit dem ist nix. Okay, alles gut. Muss ein paar Kontrollen machen. Boah, der Wagen sieht auch nice aus hier von dem. Na, fahr. Dich würde ich auch noch gerne unter die Lupe nehmen hier, mein Freund. Irgendwie sagt mir mein Riecher, dass ich diesen Wagen hier anhalten muss. Hält der? Ja, er hält. Oh, wie der schon hält, macht mir das Sorge. Greetings. Keflam. Dann gib mal her da deine Fahrzeugpapiere. So, ich stelle mich immer extra mit vor den Autos, damit die nicht abhauen. Das ist der Ryan Sharp. Okay, gegen den liegt nichts vor. Wir machen auch mal ganz kurz eine Kontrolle hier vom Kennzeichen. Da muss ich ein bisschen besser drauf gucken. Das ist 26MGOZO. So, das Wetter hat sich mal ganz schnell geändert in Blaine County, Los Santos. Na, ich glaube, ich habe es falsch eingegeben. Warte, dann machen wir das anders. Also, das checken wir auf jeden Fall. So, 26MG0. Ach, oh, das ist ein O? Hey, das ist doch eine 0. Hm. Okay, stand by. Wir warten auf eine Antwort. Ein Tornado aus dem Jahr 2008. Alright. Okay, mit dem ist nichts. Ja, jetzt haben wir ein paar Kontrollen hier gemacht. Alles easy, alles gut. Und ich würde mal sagen, das war's dann für heute für diese chaotische Folge von GTA 5 LSPDFR. Die nächste Episode gibt es dann schon morgen. Übermorgen. Und morgen gibt es eine neue Folge GTA Online. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Und wir gucken mal, was uns heute noch so hier erwartet bei diesem Schicht, bei der Schicht hier. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin und habt einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen hier. Aus dem wunderschönen Los Santos.